So, jetzt haben wir den nächsten. Zwar kein IFBB Pro, aber was ganz Besonderes für euch. Grüß dich, Matze. Moin, moin. Wie geht's dir? Gut. Ich hätte eine Frage an dich. Deine letzte Wettkampfsaison. Ja. Also ich fand sie beeindruckend, aber wie warst du mit deiner Leistung selber zufrieden? Nicht platzierungsmäßig, sondern mit deiner eigenen Leistung, mit deiner Form. Es geht immer besser. Es geht Gute Antwort. Ich wäre einer so, also es geht schlechter, aber es geht auch besser. Ja, ja. Und deswegen, also zufrieden werde ich, glaube ich, ich bin einer der wenigen, der selten. Also ich könnte ganz oben sein und ich wäre nicht zufrieden. Okay. Weil das macht, das bringt einen zum Stagnieren oder zum Kommen. Ja, aber das macht ja ein Bodybuilder aus in der Regel. Ne? Aber meine Frage ist jetzt, so wie ich das rausgehört habe, möchtest du nochmal angreifen? Ja, ja. Was tust du, um dich zu verbessern, um deine entweder mehr Masse aufzubauen oder deine Konditionierung besser zu bringen? Was hast du da getan? Ich mache jetzt, das Jahr wird das nichts, weil ich mehr Fleisch raufbringen will, mehr Masse und das heißt mehr zunehmen. Aber mehr qualitative Masse, aber ich hatte ja letztes Jahr, Ende letzten Jahr, gesundheitliche Sachen, so dass das nicht so ging. Sonst wäre es dieses Jahr und jetzt sage ich dann, dieses Jahr mache ich langsam Essen zunehmen, aber... Aber der Körper muss sich auch dran gewöhnen an das Essen, weil es die Menge. Genau, ja. Clean essen und kann mal gucken, im Herbst, im Winter, wie das nächstes Jahr wird. Also im Herbst werde ich entscheiden, ob das wird oder nicht wird. Würde mich freuen, wenn wir dich nächstes Jahr wieder auf der Bühne sehen würden. Ja. Bleib gesund. Ja, genau. Mach weiter so. Das ist das Wichtigste. Deswegen gucken auf die Gesundheit. Genau. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Wie alt bist du? 46. Da siehst du, ich bin 51. Ja. Weißt, meistens bin ich der Älteste. In dem Fall bist du es heute. Genau. Nee, ich weiß, es wird halt immer schwerer. Und man hat hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen. Das kommt halt mit der Zeit. Ja. Ich setze dieses Jahr auch aus und auch erst nächstes Jahr wieder. Ja, siehst du. Warum du denn? So, hier geht's Schlag auf Schlag und wir haben jetzt Rico Lopez da. Grüß dich, Rico. Moin, wie geht's dir? Alles gut? Ja, passt, danke. Ich habe gesehen, du bist top in Form. Da wollte ich dich fragen, deine letzte Saison, wie warst du da eigentlich zufrieden mit deiner Entwicklung? Also nicht mit deiner Platzierung, da ist man eh nie so zufrieden. Aber wie warst du mit deiner Entwicklung zufrieden? Mit deiner Also es sah letztes Jahr auch so aus, wie ich noch nie aussah. Okay. Aber dieses Jahr noch trockener, mit 4-5 Kilo Muskeln mehr als vor einem Jahr. Habt ihr das gehört? Ja, ja. Echt krass. Also dann spannen wir den Bogen gleich. Wie bist du zufrieden mit der laufenden Saison? Ja, also der erste Wettkampf in Bochum wurde ich abgewertet wegen zu massiven Beinen. In der Men's Physik. Schaut mal, das kann mir nicht passieren. Wow. Ja. Wow, Respekt. Aber eigentlich, wenn man nach den amerikanischen Regeln geht, hast du gesehen wahrscheinlich von Telemanien, die angekündigt, die Balance zum Körper soll passen in der Men's-Physik. Genau, die das wollen heißt, nicht so dünne Beine. Genau, das heißt, wenn der obere Körper dünn ist, wird der Bein auch dünn sein. Ganz genau. Aber wenn der obere Körper breit ist, so darfst du auch dicke Beine haben. Ja. Und das soll halt so sein. Laut amerikanischen Regeln in Deutschland haben sich dran gehalten, leider. Eigentlich nicht. Deswegen mal gucken, was in Schweden abgeht nächste Woche. Wir wünschen dir viel Erfolg. Danke dir, Bro. Danke dir, danke. Früher oder später, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Oder halt, zu sehen. Oder halt irgendwann mal Open Bodybuilding gucken. Ciao. Alter. Dankeschön. Peace. Und jetzt habe ich für euch den unglaublichen Reaction King William. Grüß dich, William. Grüß dich, mein Lieber. Alles gut? Passt, danke. Wunderbar. Bei dir auch? Boah, hungrig, aber mir geht's gut. Ah, okay, gut. Hungrig verrät natürlich einiges. Pass auf, ich habe eine Frage. Deine letzte Wettkampfsaison, die ist zwar schon eine Weile her. Ja. Aber wie warst du da mit deiner Leistung und deiner Form zufrieden? Abgesehen von der Platzierung, das interessiert jetzt mal nicht so. Sehr zufrieden, weil das damals so meine beste Lebensform war, könnte man sagen. Ja. Aber ich musste Muskulatur abwerfen wegen dem Gewichtslimit. Okay, Classic Physik? Ja, ich war mit 97 fertig und musste dann noch 4 Kilo drücken. Okay, und dementsprechend war ich dann flach wie eine Flunder auf der Bühne. Das Problem kenn ich nicht. Weil die Waage war auch am selben Tag. Ja. Und dann kannst du dich halt nicht, musst auch fasten und so. Aufgeladen und deshalb, das war ein bisschen scheiße. Aber sonst, die Vorbereitung war hart, aber die Form war geil. Okay. Ich war happy. Das freut mich zu hören. Rein fiktiv. Ja. Nur mal angenommen. Ja. Ja. Du würdest wieder Wettkämpfe machen. Gewichtslimit hast du ausgereizt.
das bedeutet, wie würdest du dich verbessern oder was würdest du machen, um noch verbessert zu kommen, um ein noch besseres Paket auf die Bühne zu stellen? Das Gewichtslimit wird erhöht in der MPC um 1,8 Kilo. Ja, okay. Dann wäre das, denke ich mal, nicht mehr so hart. Okay. Aber ich habe jetzt gut diätet hier für Fieber, bisschen für Sommer. Ja. Und ich bin obenrum, ist es schon fast wie eine Wettkampfform. Okay. Ich habe noch Speck am Arsch an den Beinen und ich wiege 102. Oh. Also, ich glaube, es müsste einen Klassenwechsel geben, weil Classic würde dann keinen Sinn mehr machen. Aber da ich es eh nicht mache, es spielt dann auch keine Rolle. Ja, war ja auch rein fiktiv. Ja. Ne? Bock hätte ich, aber wie viel unterwegs? Ja, Fibo, natürlich. Arnolds, dann wieder hier, dann selber auf Reisen. Deswegen, das ist gerade ein bisschen alles heavy, alles unter einen Tisch zu kriegen. Glaube ich dir. Ja. So, und wer von euch kriegt den Reaction King vor die Kamera? Ich hab's geschafft. Jawohl. Vielen Dank, William. Ich darf sehr gerne. Bitteschön. So, jetzt haben wir den nächsten da. Kein Pro, aber ein sechsfacher Weltmeister. Kein geringeren als Thomas Scheu. Grüß dich, Thomas. Hi. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut. Sehr gut, das freut mich. Ich habe eine Frage. Bei deinem letzten Wettkampf, wie warst du selber mit deiner Leistung und deiner Form zufrieden? Abgesehen von der Platzierung. Ja, ich war sehr zufrieden mit meiner Form. Ja? Okay. Ich war vielleicht hier und da noch ein Tickchen härter, aber die Altersklasse und so war die Form hervorragend. War top, ne? Also ich habe es auch so gesehen, ich fand dich klasse, aber bei dir ist ja noch lange nicht Ende. Also ich gehe davon aus, dass wir dich wiedersehen werden. Ja, da weiß ich das nicht so genau. Die Bühne ist halt so weit von den Kampfrichtern entfernt, dass ja auch Qualitätsunterschiede auch für die Kampfrichter kaum noch erkennbar sind. Hast die Bühne ja gesehen? Ja, und vor allen Dingen gerade diese feine Strichelung, gerade diese Qualität, wo du bringst, die sieht man auf die Distanz. Da, wo du dich von den anderen abhebst, ist auf die Entfernung für manche gar nicht mehr erkennbar. Ja. Das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, da ist ja der letzte Jahre immer der gleiche Bühnenbild. Das stimmt wird auch. Warum macht man das? Das verstehe ich auch nicht. Aber wie sieht es dann jetzt aus? Groß verbessern tut man sich in dem Alter ja nicht mehr. Das heißt, du trainierst einfach weiter, du hältst dich an deinem gesunden Ernährungsplan. Ich versuche halt einfach, das, was ich habe, zu erhalten. Das ist schon schwer genug eigentlich. Das glaube ich dir, ja. Und es ist jetzt auch nicht sinnvoll, zu versuchen, die alten Gewichte beizubehalten. Nein, nein. Ich sage ganz offen, wenn ich 20 Jahre alt war, habe ich schon 50 Kilo 10 Mal beim Latzi gemacht. Okay. Da hätte ich 20 Sets machen können. Das habe ich aber auch noch mit 55 bekommen und auch noch mit 60. Aber jetzt, mit 60, Entschuldigung, mit 55. Mit 55. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich das Ganze reduziert auf 120 Kilo. Auch damit auch ja, Spaß. Aber mal ganz ehrlich. Ja, geh mal ins Studio und guck mal, wer heute 120 Latzi macht. Ja. Heute haben sie bei 60 Kilo schon Latzi zugehilfen. Ja, 60 Kilo. Meine Freundin, die zieht 60 Kilo ohne Latz. Ohne, okay. Die ist 55 und dann wiege ich 50 Kilo. Ja. Da muss ich mich wundern, was die Kerle sich da einbilden, ob die jemals da mehr wollen, erreichen wollen. Ne? Die wollen halt die perfekte Faser da unten irgendwo treffen. Ja, aber nicht mit 60 Kilo. Alles gut. Thomas, ich danke dir vielmals für das Interview. Ich wünsche dir Gesundheit. Ja, das ist das Allerwichtigste in unserem Sport. Und dass du uns noch lange halten bleibst. Vielen Dank. Das ist der Plan. Ja.